Der löffelförmige Saitling, auch Lungensaitling genannt, ist auf Totholz der Rotbuche in Altenaer Wäldern relativ häufig zu finden. Er ist essbar. Manche Pilzsammler meinen, dass der sparrige Schüppling essbar ist, falls er vorher überbrüht wird. An dieser Stelle könnte man mit dem Birnenstäubling Pilzkörbe füllen. Doch leider ist er schon zu alt und deshalb ungenießbar. Diese Exemplare dagegen sehen gut aus. Ab in den Korb! Natürlich, der Hallimasch darf hier nicht fehlen. Er wächst nicht nur auf dem Totholz der Eiche und Birke, sondern auch auf dem der Rotbuche.